Leute, es ist eine Weile her, dass ich mich in einem Video an euch gerichtet habe. Um genau zu sein, 3 Tage. Und ja, ich muss euch sagen, dass ich in den letzten 3 Tagen, ohne es wirklich zu merken oder geschweige denn zu wollen, eine Sucht entwickelt habe. Und wovon anderes könnte ich sprechen als von Pokémon Go? Leute, die letzten Tage, es ging einfach überhaupt nicht klar. Ich habe so viele Pokémon gefangen und so viel Pokémon Go-Zeug gemacht. Ihr müsst wissen, ich habe ja jetzt seit kurzem mein Abitur und habe im Moment wirklich nichts zu tun. Übrigens, das ist natürlich nicht der Grund, weshalb keine Videos kamen. Das hat andere Gründe, aber darauf werde ich später auch nochmal eingehen. Also, Pokémon Go hat komplett meine Freizeit eingenommen und meine Freizeit ist im Moment so ziemlich alles. Mein bester Kumpel, der eigentlich studiert, ist zurzeit zu Hause bei seinen Eltern und das ist bei mir in der Stadt und wir haben uns Pokémon Go zusammen runtergeladen und Leute, wirklich, ich feiere dieses Spiel zu Tode zum ersten, wirklich richtig krass, also mega cooles Spiel und wir haben so viel gesuchtet. Also ihr müsst wissen, ich und mein bester Kumpel, wir sind schon immer gerne draußen unterwegs gewesen und waren immer gerne mal eine Runde laufen oder so. Pokémon Go hat das auf komplett neue Ausmaße getrieben. Ich habe mit Pokémon Go in den letzten 3 Tagen 248 Pokéstops besucht. Ich bin 31,1 Kilometer gelaufen. Ich habe 116 Pokémon allein vom Typ Normal gefangen. Ich habe 69 Pokémon vom Typ Käfer gefangen. Und ich habe 26 Pokémon vom Typ Wasser gefangen. Also alles in allem, da man ja herumlaufen muss, um die Pokémon zu fangen, könnt ihr euch vorstellen, wie viel ich unterwegs war. Aber ich habe auch relativ schnell gelevelt, also falls ihr nochmal ein Tipps und Tricks Video sehen wollt, dann könnt ihr mich das gerne mal wissen lassen. Dann zeige ich euch, es kommt ja auch bald offiziell in Deutschland raus, wie ihr am schnellsten erfolgreich werdet und ein richtig guter Trainer seid in Pokémon Go. Also lasst mich das wissen. Außerdem habe ich 15 Level gemacht innerhalb dieser 3 Tage. Für diejenigen, die das spielen, das ist relativ viel, könnt ihr, glaube ich, bestätigen. Aber es hat richtig Spaß gemacht. So, Leute, ich zeige euch jetzt mal meine Pokémon, die ich bisher so gefangen habe. Ich dachte, das mache ich heute einfach mal so ein bisschen, um zu checken. Okay, habt ihr überhaupt Bock auf Pokémon Go? Kennt ihr euch da überhaupt aus? Macht es euch Spaß? Generell Pokémon, weil ich habe Pokémon immer gefeiert. Wobei ich wirklich wenige Editionen gespielt habe. Meistens habe ich die Feuerrote gespielt. Die habe ich, glaube ich, 4-mal durchgezockt oder so. 2-mal auf dem Gameboy und locker 2-mal auf dem Emulator mit dem Handy. Auf dem Handy mit dem Emulator, so rum. Ich zeige euch mal, was ich so für Pokémons am Start habe. So, zu Beginn natürlich mein ganzer Stolz, Flamara, 816 WP. Ich kann mir auch das nächste Evoli, ist ja eine Entwicklung von Evoli, Flamara, kann ich mir wiederentwickeln. Wenn ich nur eins fangen würde, dann haben wir hier meinen Ibitak, 545 habe ich genau so gefangen. Lustigerweise habe ich die meisten meiner guten Vogel-Pokémon direkt gefangen. Als nächstes sehen wir Taubos, auch genau so gefangen. Ihr seht schon, das habe ich in einer Arena drin platziert. Das war mein drittbestes Pokémon. Viertbestes Pokémon, sehr spektakulär. Auch ein Taubos. Aber dafür wird es nochmal nicer beim fünften. Und zwar ist das mein Mashok. 481 WP habe ich genauso gefangen, auch schon in der Arena platziert. 71 KP hat das Ding. Also es ist richtig krass. Und ich hoffe mal, dass ich den bald entwickeln kann. 100 Marollo-Bonbons sind, glaube ich, relativ schwer zu kriegen. Dann noch mein Ibitak, auch so gefangen. Ja, ich weiß. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe voll Glück, dass ich immer die finalen Entwicklungen von den ganzen Dudes fange. Aber ich glaube, das ist bei den Lows gar nicht so falsch. Also die einzigen coolen Pokémon, die ich bisher habe, auf einem hohen Level zumindest, sind Flamara und Macholo. Ich habe zwar noch ein, zwei ganz coole, die sind aber nicht auf so einem mega hohen Level. So, ihr seht hier schon, Bibor mag ich persönlich ganz gerne, aber ist jetzt nicht so special. Dann Jurob war relativ selten bisher. Pikachu, Bisasam, Starter habe ich einfach gefangen. Voll krass. So, hier Nebulak, das relativ hoch ist, habe ich gefangen. Dann habe ich Rosana aus einem Ei bekommen. Ja, und außerdem noch Abra und Fukano. Aber ansonsten war es das mit den selten. Okay, Pummeluft noch, aber WP 34. Das sind auf jeden Fall so meine Pokémon, die ich bisher am Start habe. Aber wirklich von Tag zu Tag kriege ich einfach viel Besseres. Unglaublich. Gestern war mein bestes Pokémon noch WP 300. Und mittlerweile, naja, ihr habt es ja gesehen. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. So, und jetzt wollte ich euch natürlich noch erzählen, was der eigentliche Grund ist, dass ich keine Videos mache. Und der ist relativ doof eigentlich. Und zwar habt ihr ja vielleicht gemerkt, dass mein Kanal richtig gut abging. Also ich habe voll viele Abos gemacht, voll viele Klicks gemacht. Das ist natürlich sehr motivierend, wenn man das so sieht als YouTuber. Und der Content, den ich da produziert habe, war auch Content, hinter dem ich 100% gestanden habe. Ich habe die Videos gefeiert, die ich alleine gemacht habe und vor allem habe ich die Videos gefeiert, die ich mit anderen YouTubern gemacht habe. Jetzt ist aber das Problem, dass ich relativ wenige Videos alleine gemacht habe, um genau zu sein,
die Kommentare-Serie habe ich da alleine gemacht. Und die anderen Videos fand ich immer richtig cool. Also mit Luca, das meine Freundin Luzi. Dann Ekel, Bierpong und solche Sachen. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber das Problem ist, da ist immer jemand Zweites dabei. Ich habe eine Liste gemacht, weil ich wollte nicht wieder keine Videos produzieren. Und in dieser Liste stehen 15 Videos, die ich machen möchte. Alles Ideen von mir selbst, die ich mir überlegt habe, die cool sind, die ein gutes Video abgeben würden. Nichts irgendwie geklaut oder so. Aber jede von diesen Ideen braucht jemand Zweites. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich wohne halt in der Nähe von Frankfurt, also nicht in direkter Nähe, aber es sind einfach keine Leute, mit denen ich was zu tun habe, mit denen ich gerne Videos mache, in der Nähe, mit denen ich ein Video machen könnte. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Also mich wird es sowieso in den nächsten Monaten nach Köln ziehen, denke ich mal, weil ich habe jetzt, wie gesagt, mein Abitur. Und ja, Köln ist halt einfach nice. Also da wohnt Luca, da wohnt in der Nähe meine Freundin und es spricht sehr vieles dafür, dass ich dorthin ziehe. Dann werden sich dafür natürlich Möglichkeiten bilden und es ist zwar möglich, zusammen Videos aufzunehmen, so wie ich das jetzt mit meinem Bruder gemacht hatte, über FaceTime und gleichzeitig die Kamera aufnehmen, aber optimal ist das wirklich alles nicht und da hat auch nicht jeder Bock drauf, mit dem ich ein Video machen möchte. Ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte der letzten Tage gewesen. Heute gibt es dafür wieder ein Video. Yay, ihr habt mich mal wieder vor der Kamera gesehen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Also, mich persönlich würde es voll interessieren. Aber ich suchte das Spiel ja auch in der letzten Zeit. Okay, whatever. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like da, falls es das getan hat. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein Tipps und Tricks Video sehen wollt. Ich kann euch auch Hacks zeigen, die ich gefunden habe. Aber ich habe sie selbst nicht benutzt, ich schwöre. Weil die machen das Spiel kaputt. Okay.